Battle of Anegawa. Interessant, dass da hinbei auch mit. Set off again to exact his revenge. Among his forces camped at Anegawa were Hanbei and fellow strategist Kanbei Kuroda, whose strategies would prove victorious that fateful day. I wonder what tricks Kanbei has up his sleeve. Chapter 2, The Battle of Anegawa. We've still got a long way to go. Okay. Ziemlich viel wieder los. So. Das wollte ich halt gerade nicht. Nee, das war mir egal. Also nichts Spezielles, was unbedingt sein muss. Gut zu wissen. Ach Mist, jetzt habe ich die. Habe ich. Jetzt habe ich immer noch die gleiche Waffe. To see you, old friend. It's a real shame, though.
Lord Nobunaga, he's pretty serious. I'm afraid this will be our last meeting. Wait, Hanbei! What if I joined your side? Fine work! Open the gates! You have earned my praise, warrior. And I have more! I know there are more who are willing to defect! Really? All right, then. If you lead me to them, I guess I can find the word. Pressure on the Asakura and hope the Azai break. Interesting, but Kanbei's still creating unnecessary animosity. Everyone, Hanbei here says he'll help us defect and join the Yoda. Fine work! Victory without even lifting a finger. Now that's how to fight a war. All right, I think it's time to ask this Asakura fellow politely to leave. My lord.
turn to dust. Hm. Also Hanbei finde ich jetzt echt interessant, muss ich sagen. Also auch die Konversationen sind echt nicht schlecht. Aber er mag Kanbei auch nicht. Das finde ich schon mal gut. Ja, aber seine Waffe ist halt scheiße. Ich mag die einfach überhaupt nicht. Dadurch dauern die Kämpfe einfach unnötig länger. Geil, Nagamasa wurde einfach komplett verfehlt. Okay. So. Battle of Nagashino, eieiei. War auch schon ewig nicht mehr gehabt. Far across the land. Alarmed by this growing threat, Shingen Takeda of Kai
decided to make his move. Shingen, feared leader of the renowned Takeda cavalry, marched on the capital. On the way, he easily defeated Ieyasu Tokugawa and continued his advance westward. It was then that the startling news arrived. Shingen had fallen ill and died. Seizing the opportunity, Nobunaga swiftly mobilized his troops and laid siege to the enemy at Nagashino. Even without its leader, the Takeda cavalry was a force to be reckoned with. Tension gripped Nobunaga's troops as the battle drew near. Though Hanbei appeared unconcerned, his carefree expression belied the complex strategies he was silently weaving. With Shingen gone, this should be easy. Maybe a little too easy. Chapter 3, The Battle of Nagashino. We've still got a long way to go. Wake up, Hanbei. Oh, I was having the most relaxing nap. No army can afford to carry excess baggage. And no army can claim victory every time they fight. Going into battle with unrested troops is a recipe for disaster. Three rifles for each unit will ensure a constant hail of bullets. The Takeda cavalry will have no answer but to sink into despair. You think that's entirely necessary? There are too many heroes in this world. We only need one man to rule the land. The rest are nothing more than sparks which threaten to burst into the flames of war. The only way to ensure peace is to extinguish every last one of those sparks. Ooh, very impressive. Very dark. But don't you think that there might be a better way, Hanbei? Ja. Ja, aber ich glaube, Dings wird nochmal auftauchen, Shingen, glaube ich. Okay. Okay. Aber schauen wir mal. Und jetzt habe ich schon wieder vergessen, die Waffe zu verändern. Ach, Mano. Kacke. Ne, Item wollte ich jetzt eigentlich nicht. Wir quieten kurz und machen, kommen dann wieder zurück. Ich hab aber nicht erwartet, dass wir hier direkt rauskommen dann. Ist ein bisschen angenehmer, denke ich mal. This challenge must be overcome. The world cannot be allowed to stagnate. The Takeda are relics of an age gone by. They must be swept aside. Let's take a little walk and see what's happening at the Northern Garrison. Ja, er wird schon seine... Come on.
let you get the best of me. Immer noch nicht alle. Was? Yasuo wurde besiegt? Das ist das erste Mal, dass ich lese, dass Yasuo besiegt wurde. Wow. Das ist heftig. Das ist mal ohne Witz. Wir reden hier gerade einfach von dem Mann, der das Land vereint hat. Und der wurde einfach hier geklatscht. Was geht ab, Alter? Das ist schon hart, ey, ja. Machen wir jetzt mal aus.
Oh, tatsächlich einer nur da. Ich denke mal, Handweis-Kampagne werden wir jetzt noch zu Ende machen, auf jeden Fall. Dann denke ich wahrscheinlich mal noch eine Pause langsam. Oh, Schengen, hi, was geht? Interessant, dass der jetzt einfach so auftaucht. Achso, für die Leute, die es noch nicht wussten, ich spiele das hier tatsächlich auf dem GameCube-Controller. Weil, wenn ich das auf meinen Wii-Controller spielen würde, nicht auf die Wii-Fernbedienung, das wäre nämlich noch viel, viel schlimmer. Dann hätte ich meine Probleme hier auf jeden Fall. Ja, irgendwas stimmt mit dem Controller nicht so wirklich. Die Knöpfe sind irgendwie sehr schwerfällig und das ist bei dem hier einfach gar nicht. Deswegen. Another spark of rebellion has been extinguished. If he had just stayed dead, he wouldn't have had to die a second time. And the world moves on. So, zwei Stages haben wir jetzt auf jeden Fall noch. Alter, Battle of Kizukawa, okay. I may not look like a warrior, but I make up for it somehow. Was geht? Ja, da freut sich jemand, dass ich endlich mal wieder streame. Ja, so ein bisschen am Rasieren auf jeden Fall. Chapter 4.
Boah, das ist ein Albtraum, die Stage. Ich wusste, dass ich sie nochmal spiele. Boah, weil es so ein Rumgewusel ist. Warte mal. Okay, ja, alles klar, ich bin doch auf der Seite, okay. Ich dachte schon. Okay, Full Health. Hm. Okay, das interessiert mich nicht so wirklich. Das auch nicht. Das wird eh nicht passieren. Gut. Also wie immer scheiße. Ach du Scheiße, ich sehe ja noch weniger, ey. Ja, die haben es alle auf das Schiff abgesehen. Schon wieder keine Full Health mehr. Weil mich irgendeiner angegriffen hat. Was für eine Scheiße. Also an sich ist das Schlachtfeld echt saugeil gemacht. Ich meine, wir kämpfen hier einfach von Schiff zu Schiff. Aber wir dürfen bestimmt wieder die Nachschubtruppen abballern, was einfach so lächerlich viele waren. Deswegen, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Natürlich war er hinter mir. Thank you.
Surely you hunger for more, Hanbei. Don't worry. I'll tell you out of your business. To my men, Nobunaga. I will never forget this. Extend the gangplanks! The time has come to put my plan into action. Das sieht nach verdammt großer Verstärkung aus. Now to stop the Mori. Forward! So, we had a plan all along. That was smarter than I gave him credit for. He is no ordinary man. Incredible! Whew, this is getting tiring. Thank you.
Bin da mal gespannt, ob wir Motonari auch spielen. Müsste eigentlich. Wenn er hier auftaucht. So, damit beendet. Invasion of Shukoku. Gegen wen kämpfen wir da denn? Gegen Shoko Sabe oder so? Denke ich mal. Soundly defeating the Mori Navy, Nobunaga quelled the uprisings that had threatened his authority. Ready to expand his power again, he dispatched his generals to conquer all corners of the land, assigning Hanbei's lord Hideyoshi to the west. Motonari, having seen Nobunaga's power firsthand in their recent naval battle, allied himself with Shika Chosokabe of Shikoku and prepared a virtually impenetrable defense. Hanbei, determined to do his part to bring peace to the land, allied with the reluctant Kanbei. Together they prepared to match wits with the devious Motonari. He may be tricky, but he's no match for me. Chapter 5, The Invasion of Chugoku. I think the end is finally near. Okay. Wow, das ist viel hin und her gelaufen. Tja, dann können wir mal gespannt sein. The Mori shall stand in our path no longer. We shall attack in an orthodox manner, front to back, eliminating all in our path. If Kanbei is attacking from the front, then he might need some assistance from the side. Dass ich das jetzt nicht mehr gesehen habe. Our plan has worked.
All proceeds as I anticipated. Destroy them and their futile little plans. The enemy's ferocity renders my strategies quite meaningless. Still, I would think there are significant losses on their side too. The best way to defeat the Mori is to nullify Motonari's plans. Kanbei knows this. That's why he has deliberately stepped into the trap. That will keep them occupied while I spring an ambush from the flank. What? How did they get here? With two military geniuses in our ranks, there's very little we can't do. There they are! You appear to be having some trouble with those rather disagreeable strategists, my lord. But I have some disagreeable officers of my own. If the two of you would be so kind. Tighten the defenses! Mune Shige. He is not a man to be trifled with. We must proceed with caution. That you spare me no quarter. My life is a small price to pay to defeat you. I do not recall requesting your assistance. A one or two. Thank you. Gut, den habe ich damit auch erledigt. Na komm.
ist das zum Kotzen, ey. Uh-oh. Looks like Lord Hideyoshi has acquired himself an admirer. My lord, run to Kanbei. He will keep you safe. Meine Fresse, was ist da denn? Warum muss das immer so laut knallen, ey? Schon locker 5-6 Stunden nur am Knallen da, ey. Alter. Reicht langsam, finde ich. Und das höre ich durch meine richtig starken Kopfhörer, obwohl ich die Lautstärke von dem Spiel auf nahezu Maximum habe. Alter, ist das so kotzen, ey. Sowas regt mich auf. Ja. Ja, nur Uhrzeit, da ist das noch in Ordnung. Ja, aber wenn du es die ganze Zeit hörst, immer dieses monotone Draufkloppen und Knallen und hast du nicht gesehen, was noch alles ist. Mach deinen aggressiv. Wo ist denn jetzt Hideyoshi? Klar, jetzt darf ich wieder zurückrennen und innerhalb von 3 Minuten Yoshihiro erledigen. Klar. Scheiß Allergie, ey. Die scheiß Musketenschützen ausnocken, ey. Die haben nämlich gerade richtig. Und das war's. So, what are you going to do now? Don't worry, I have a plan. Ich habe auch einen Plan. I haven't had this much fun in ages. Eine schöne Pause gleich mal machen. Toll, dann schreibt mir ja wirklich gerade einer, ey. Gerade bei Discord nachgeschaut, dann schreibt mir gerade wirklich in dem Moment noch einer, ey.
Ah, na egal. Lord Konbe! Do you have Motonari's head for me? Do you see it? Then we are not done. Each spark must be extinguished. Like I say, there has to be a smarter way to do it. Come with me, and I'll show you some real strategy. So I take it you're still not convinced? Even if I accept this treaty, Lord Nobunaga will one day come after us. I just can't see that there will ever be any way out. Yes, I imagine that you're right. As long as someone wishes to fight, this war will never end. So really, we have to trust each other and swear. Swear that we will renounce war forever. Trust, you say? I suppose that's all we have left. Pretty much. Right. Then let's do this together. Me, Lord Konbe, Lord Motonari, we will build a world of peace and harmony. Don't be ridiculous. Three geniuses together at last. There's no way anyone can stop us now. See? That's strategy. Schön. Schönes Ende. War überraschend. Muss ich sagen. So, dann schauen wir mal kurz, welcher der nächste Charakter sein wird. Weil jetzt werde ich halt von rechts gehen. Und halt jeden Charakter abhaken, wo neu drauf steht. Wir haben jetzt einige neue freigeschaltet auch und davor das mal auch, damit der Reis nicht verschwendet wird. Und Keiji ist dran. Interessant. Okay, Battle of Anigawa.